Hallo meine lieben Schützen, willkommen zu eurer März-Vorhersage 2016, falls ihr Schütze im Sonnenzeichen, im Aszendenten oder im Mond seid. Hier haben wir noch eine Grundenergie für diesen Monat, für alle Sternzeichen, einfach wie so eine Grundkarte, die uns so ein bisschen begleiten wird in diesem Monat. Leider sind die Fünf der Schwerter hier nicht so die schönste Energie, die bedeutet aber Sieg. Sieg und nochmal Sieg, aber es kann sein, dass da irgendwie auch Verletzte von dannen ziehen und verlieren. Sieger und Verlierer, ja? Falls es um irgendwelche Ellenbogenmentalitäten oder Sachen geht, ja, also ich meine, schön ist diese Karte nicht, aber manchmal muss man sich halt im Leben mal streiten und manchmal ist es halt einfach auch ein bisschen bewölkt, der Himmel. Und ich denke, so ist das Leben auch mal. Und falls ihr euch durchsetzen müsst, dann wird das vielleicht auch der Fall sein. Aber wie gesagt, es ist ja so eine grundsätzliche Karte, Energie, die muss da jetzt nicht immer immer so präsent sein in dem Monat, ja? Super, also jetzt geht's also weiter mit euren Tendenzen hier. Wir hätten hier einmal Anfang vom Monat, Mitte und Schluss. Dann, wie geht es euch psychisch, physisch, Job, Hobby und so weiter. Einfach so die zentralen Themen sozusagen. Am Anfang vom Monat ist da der König der Stäbe. Der König der Stäbe ist ein leidenschaftlicher, sehr aktiver, zielgerichteter Mann, so um die, sagen wir, 45 aufwärts. Entweder so jemand kommt in euer Leben in Form eines Therapeuten, Fitnesstrainer, ja, es ist ja hier Wellness, Gesundheit so im weiteren Sinne. Oder jemand, der mit euch irgendwie Pferde stillt und euch schon wieder so ein bisschen flott kriegt und euch irgendwie eine Energiespritze gibt. Oder ihr selbst seid in dieser Energie selber drin und ihr verkörpert selber quasi die Energie des König der Stäbe. Ist egal, ob ihr jetzt eine Frau oder ein Mann seid. Auf alle Fälle ist das sehr aktiv. Ne? Kann sein, dass ihr auch wirklich sehr zielgerichtet seid in euren Projekten, in euren Sachen. Egal, ob jetzt privat oder geschäftlich. Und es geht halt, ihr geht vorwärts. Ja, kann auch sein, dass da eure Libido entfacht wird, auch in diesem Monat, so gerade am Anfang. Und da geht wirklich einiges vorwärts. So, im Job, da müsst ihr aufpassen, dass ihr euch vielleicht nicht so verrennt. Also das ist jetzt hier die Karte 7 der Kelche. Die kann Illusionen darstellen oder Träume, aber auch kreative Ideen und Einflüsse. Ideen einfach, ich sag mal, wenn ihr Künstler seid zum Beispiel, dann ist das eine sehr schöne Karte. Falls ihr nach neuen Ideen sucht, bekommt ihr die. Aber wenn ihr zum Beispiel irgendwie euch versprecht, dass von einer Sache besonders viel Geld reinkommt oder sowas, dann würde ich die ganze Sache nochmal auf den Prüfstein setzen oder einen Realitätscheck machen, weil diese Karte bedeutet schon, dass man sich auch verrennen könnte in einer Sache betreffend Job und Finanzen. Kreative Projekte und Hobbys. Entweder eine Sache geht zu Ende oder ihr sollt etwas aufhören oder etwas lassen und es fällt euch schwer. Oder es geht darum, eine Sache anzufangen im Bereich. Alles, was ihr nebenbei tut, ist das hier. Ne? Das ist jetzt hier diese Spalte. Also nebenbei, Nebenjob oder eine Band, in der ihr seid, ein Bild, was ihr malt. Also etwas, was ihr nicht hauptberuflich macht, sondern nebenbei. Es kann auch ein karitatives Projekt irgendwie sein. Ja? Also ich denke, ihr werdet wissen, um was es hier geht, weil das ist ja hier für jeden Schützen allgemein. Und ich glaube, jeder Schütze, der hier zuschaut, bekommt dann auch den richtigen Impuls und weiß auch, was er da nebenbei tut. Und darauf ist das bezogen. Die Karte zeigt einfach, dass uns etwas schwerfällt, entweder auf etwas zuzugehen oder wegzugehen von etwas, also etwas zu beginnen oder aufzuhören. Aber wenn ihr dort erstmal lang geht, den Weg, der euch schwerfällt, dann wird das immer einfacher. Jeder Schritt wird immer leichter und da oben scheint die Sonne. So ist das zu verstehen. In der Liebe, ehrlich gesagt, kann sein, dass ihr da traurig seid am Anfang. Also in der Liebe sieht es eher durchwachsen aus und zwar den ganzen Monat. Sorry für diese Message. Also macht einen Realitätscheck im Job und in der Liebe und in diesen kreativen Sachen. Weil am Anfang sieht es ehrlich gesagt irgendwie nicht ganz so rosig aus. Vielleicht sind da Enttäuschungen, Trauer, Verlust, Kummer ist das hier. Ob ihr euch da jetzt trennt oder ob ihr Erwartungen habt, irgendwie euer Single-Dasein zu beenden oder irgendwie sowas. Das sieht halt eher mau aus einfach in der Liebe hier, ja? Checkt auch mal euren Aszendenten und euer Mondzeichen mit den anderen Zeichen, mit den anderen Videos. Das kann auch gut sein, dass sich die Sache auch mal mildert, ja?
Und falls ihr eine persönliche Beratung wollt zum Thema, dann könnt ihr mich auch sehr gerne anschreiben. Und dann kann man die Sache auch klären, falls es akut ist. Dann hätten wir noch das letzte hier am Anfang vom Monat. Also wie gesagt, das wäre jetzt hier 1. März bis 10. ungefähr. Das sind soziale Beziehungen im Allgemeinen. Das kann Familie, Freunde sein, das können auch einfach Lehrer oder Mentoren sein, das kann der Dönerverkäufer sein oder der Taxifahrer. Wirklich einfach Leute, die euch umgeben. Und die sind heiter und beswingt. Und das geht aber nicht allzu tief, diese Begegnung. Das kann auch sein, dass es einfach Leute sind, die kommen und gehen in eurem Leben. Keine so richtig beständigen Freunde irgendwie. Also das sieht so ein bisschen holterdiepoltermäßig aus. So als hättet ihr irgendwie, ja, keine Freunde. Nein, Gott. Also hättet ihr mehr Bekannte als Freunde so. Ja? Irgendwie, also euer soziales Netzwerk, das sieht so... Das ist, ich glaube, da müsst ihr noch ein bisschen Geduld haben und zuwarten, oder? Also das sieht vielleicht irgendwie nicht so aus, als hättet ihr so die Mega-Freundschaften. Aber wie gesagt, ich meine, das kann auch nur eine Tendenz sein für den Monat. Das muss jetzt nicht allgemein sein. Kann auch sein, dass die Leute einfach am Anfang vom Monat mal hü, mal hops sind zu euch. Ja, und ihr da vielleicht irgendwie... Aber ihr seid, aber das, die Karte zeigt auch an, dass ihr es eigentlich genießt. Dass ihr so die Feste auch mitfeiert, wie sie fallen. Das sieht jetzt nicht so aus, als wärt ihr mega enttäuscht am Anfang vom Monat. Das ist mehr so eine leichtere Energie einfach mit den Leuten. Nicht besonders beständig und auch nicht besonders intim eigentlich, sondern mehr so ein bisschen so partymäßiger. Dann haben wir hier in der Mitte vom Monat, 10. März bis 20. so circa. Das ist sehr interessant. Wie geht es euch denn psychisch und physisch da oben? Da haben wir schon wieder die Königin der Stäbe. Also der König der Stäbe, er sitzt, liegt neben der Königin der Stäbe. Ist ein Paar. Vielleicht seid ihr sehr gut mit euch selbst verheiratet, ja? Vielleicht tangieren euch diese ganzen Sachen hier gar nicht so. Vielleicht erkennt ihr, dass ihr rund seid in euch selbst. Versteht ihr, was ich meine? Dass irgendwie ausbalanciert ist die männliche und die weibliche Energie in euch selbst und dass ihr vielleicht von außen gar nicht so diese Bestätigung so braucht oder die besten Einflüsse so braucht, weil ihr irgendwie in euch rund seid. Ansonsten sind das sehr aktive Menschen, wie gesagt. Das ist ja hier das Pendant zu König der Stäbe. Die ist halt noch idealistischer, die Königin der Stäbe. Die hat einen guten Durchblick, auch eine gute Intuition übrigens. Und die sind natürlich sehr leidenschaftlich auch und wirklich voller Tatendrang. Und die sind auch sehr kreativ und idealistisch, ja? Und vor allen Dingen auch wirklich leidenschaftlich. Also wenn ihr euch da so Feuer gefehlt habt mal, dann kommt es da wieder. Beruf und Finanzen, eieiei. Also mit Illusionen könnte es losgehen am Anfang vom Monat, habe ich gemeint. Und in der Mitte ist mit Unklarheit. Der Mond bescheint. Nur unklar. Die Sonne ist hell und die gibt Klarheit. Der Mond ist unklar und so, ne? So Umrisse, Mond, Nacht. Also, keine Verträge unterschreiben. Keine Entscheidung für die nächsten 10 Jahre treffen, sondern abwarten. Am Ende vom Monat wird das besser. Finanziell ist das nicht so die Goldkarte, gell? Ich würde halt irgendwie Aktivitäten beruflich wirklich aufs Ende legen, wenn überhaupt. Kann auch sein, dass ihr Angst habt hier vor einem beruflichen Schritt und ihr deswegen zögert. Aber es ist vielleicht auch gut, es noch hinaus zu zögern, weil vielleicht müsst ihr euch noch Gedanken machen darüber. Ja, das ist, die Karten liegen da auch nicht umsonst. Kreative Projekte, Hobbys, karitative Tätigkeiten, Nebenjobs, geltlich oder unentgeltlich, alles was nebenbei läuft. Page der Kelche ist hier. Also, das bedeutet, dass eine sehr kreative oder soziale Energie in euer Projekt fließt. Ob nun als Person, das ist ja hier der Page der Kelche, das können Kinder sein oder Jugendliche, die sehr kreativ sind, sehr herzlich sind und eine Herzensenergie da reinkommt. Ja? Vielleicht liebst du auch einfach total, was du tust. Und egal was es ist, du bist einfach mit dem Herzen dabei in der Mitte vom Monat, was das angeht. Und es geht auch weiter. Und lustigerweise, hier ist ja der Ritter der Kelche. Das ist ja die Energie am Ende vom März. Und die gehören ja hier zusammen. Das ist ja so eine Kelchfamilie. Okay? Also entweder solche Menschen kommen in dein Projekt und helfen dir da. Oder du arbeitest irgendwie mit so Leuten. Das ist keine große Finanzkarte. Es ist einfach mehr so eine Herzensenergie. Du wirst dich eigentlich sehr, sehr wohl fühlen. In dem, was du da nebenbei machst. Das kann ich so sagen hier. Wo die Energie hier oben im Job eher fehlt, ist sie dann eher im Nebenbereich wieder sehr gut repräsentiert. Die Liebe geht leider traurig los mit einer
Trauersache, ja, du trauerst da irgendwie, so sieht es halt aus. Oder die Leute, mit denen du da zusammen bist, trauern. Kann auch sein, dass du in einer Partnerschaft bist und es wird getrauert einfach, weil da was passiert ist. Kann auch sein, muss aber nicht. Wenn du da auf Partnersuche bist, am Anfang ist nicht so gut. In der Mitte vom Monat wird man eher kritisiert. Entweder du kritisierst oder andere kritisieren. Auf alle Fälle ist da Kritik und keine besondere Liebesenergie. Die sozialen Menschen, so Familie, Freunde, alle, die dich sozial irgendwie umgeben, auch Arbeitskollegen durchaus, oder wer auch immer da regelmäßig in deinem Leben ist. 7 der Münzen, das bedeutet Geduld haben. Entweder du baust dir gerade Freundschaften auf und musst dann noch zuwarten. Es sind noch nicht so intime Freundschaften oder Begegnungen da. Das ist ja hier mehr so oberflächlich und hier musst du Geduld haben. Ja, wie gesagt, das ist jetzt einfach Anfang vom Monat und Mitte des Monats so. Ich würde zum Beispiel nicht zu sehr auf die anderen bauen. Ja, einfach vielleicht ein bisschen abwarten. Einfach abwarten mit irgendwelchen Öffnungen, mit persönlichen Gesprächen vielleicht. Vielleicht nicht zu viel von sich erzählen oder so. Einfach mal so ein bisschen abwarten und erstmal gucken, mit wem habe ich es hier zu tun. Das sagt es eben hier mehr so. Ja. Jetzt egal, ob es in bestehenden Beziehungen, Freundschaften, Familie jetzt ist. Am Ende vom Monat hier, Ende März, da haben wir da oben. Wie geht's euch? Euch geht's, ja, beständig, sagen wir mal so. Gesundheitlich und psychisch geht's euch sicher. Ihr seid in Sicherheit. Ja, wo auch immer ihr gesundheitlich und psychisch so steht. Aber es kann sein, dass ihr euch ein bisschen langweilt und das alles so ein bisschen. Es ist zwar alles so sicher, aber wer will schon im goldenen Käfig rumhängen, sozusagen? Also ihr fühlt euch vielleicht eher eingeengt auch in dieser ganzen Sicherheit. Vielleicht müsst ihr ein bisschen ausbrechen. Vielleicht solltet ihr dann mehr auf die beiden hier schauen, ja? Die brechen hier aus. Ein bisschen. Auch wenn das natürlich reifere Menschen hier sind, hier die Stäbe. Wären die jetzt jünger, so Page oder sowas, so Pagen, dann wäre das natürlich total mit dem Kopf durch die Wand. Aber die sind ja schon groß und erwachsen, ja. Aber ich meine, diese Feuerenergie, die ist da am Anfang vom Monat noch. Und hier eher am Anfang dann wieder ein bisschen weniger. Aber ihr fühlt euch finanziell schon wieder stabiler, weil das sind hier Münzen. Und im Job wird es auch schon wieder stabiler, weil dann kommt finanzieller Zuwachs schon wieder. Und auch was die Sicherheit angeht, bekommt ihr wieder mehr Zuwachs am Ende vom Monat März. Ja, ob es jetzt Finanzen sind oder einfach die Stelle an sich, die gehalten werden möchte. Hier ist es unklar und so. Hier nicht zu viel drauf bauen, aber am Ende wird es besser damit. In der Lie nee, im kreativen Projekt, neben Job und sowas, habe ich ja schon gesagt, also diese herzlichen Menschen, Kollegen, soziale Wesen oder Künstler, die kommen entweder in dein Projekt, helfen dir da und helfen es aufzubauen oder vielleicht neue Schlagzeuger für der Band oder irgendwie so. Ja, wie auch immer, was du da gerade machst. Und diese herzliche Begegnung und absolut kreative Energie, die geht da weiter. Also finanziell ist da hier eher weniger, aber dafür so eine Herzöffnung. In der Liebe geht es leider überhaupt nicht gut weiter. Da musst du eine Erwartung aufgeben und einfach nicht zu viel erwarten. Der Gehängte ist leider so, dass er irgendwie eine Erwartung aufgibt, ja? Ist so ein bisschen eine Krise, ein Engpass. Aber die Karte sagt auch, wenn du das tust und wirklich die Erwartung aufgibst, dann kannst du auch wieder in Frieden leben. Also das war bei mir oft so mit dieser Karte. Es fällt einfach schwer, erstmal Erwartungen loszulassen, das ist klar. Ja, das ist natürlich menschlich auch, festzuhalten. So. Man muss halt loslassen. Loslassen ist so das Stichwort in der Liebe am Ende. Weil da ist halt kein Blumentopf zu holen, den ganzen Monat nicht leider. Soziale Beziehungen und sowas, da habe ich ja gesagt, das ist jetzt erstmal ein bisschen oberflächlich. Man muss Geduld haben mit den Leuten. Nicht zu viel vielleicht, zu viel erzwingen wollen mit den Freundschaften oder den Familienmitgliedern. Ja, eher zuwarten. Und am Ende geht entweder die Bombe hoch, es kommt ein Streit. Oder es ist einfach klar, dass die Erwartungen nicht so erfüllt werden. Kann auch sein, dass es so eine Art Durchbruch gibt in diesem Bereich, ja. Aber irgendwie mit diesen ganzen Leuten da, die dich umgeben, ist halt irgendwie erstmal so ein bisschen eher eine Distanz eigentlich oder am Anfang ein bisschen lockerer. Danach muss man so ein bisschen gucken, dass man halt klarkommt. Und vielleicht bricht am Ende eine Art Streit oder sowas aus. Oder die Leute streiten sich um dich herum. Es kann auch voll gut sein. Oder du bist in einer unruhigen Umgebung irgendwie mit den Leuten.
Ja. Also sehr, sehr coole Leute hast du auf alle Fälle in deinem kreativen Projekt und in deinem Hobby. Da würde ich vielleicht einfach Kraft rausziehen und dann wird der März auch schon wieder vorbeigehen. Sorry für diese blöde Message jetzt. Ich meine, ich sehe das Kartenbild und sage es halt so, wie ich es eben sehe. Die Bilder sind so. Schau dir ruhig mal die anderen Videos an. Und dann gibt es noch mal ein runderes Bild. Und wie gesagt, wenn du irgendwie eine Kursänderung machen willst oder einen anderen Weg gehen willst und dich fragst, wenn ich einen anderen Weg gehe, wie sieht dann das Kartenbild aus? Dann schreib mir eine E-Mail und wir kommen da gerne zusammen, ja? Also ich danke dir nochmal vielmals fürs Zuschauen. Like doch bitte das Video, abonniere es, es würde mich sehr freuen und teile das Ganze. Und wir sehen uns wieder. Bis dann, tschüss.